möchtet gerne die komplette Herstellung dieser Torte sehen, dann bleibt jetzt einfach dran. Ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Ich habe insgesamt an dieser Torte 2 Tage gearbeitet, wobei ich am ersten Tag nur die Vorbereitungen getroffen habe. Das heißt, ich habe die Ganache vorbereitet, ich habe die Buttercreme vorbereitet und ich habe vor allem meine Kuchen gebacken, denn hier ist es wirklich sinnvoll, wenn sie einen Tag stehen, denn am nächsten Tag lassen sie sich viel besser schneiden. Ich zeige euch jetzt im ersten Schritt, wie ich die untere Etage hergestellt habe. Hier habe ich einen Red Velvet Cake gebacken, den ich euch jetzt nicht mehr in diesem Video zeige. Darüber gibt es ein separates Video, was ich euch jetzt hier oben in die Infocard verlinke. Ich habe dieses Rezept insgesamt 3-mal gebacken, sodass ich 3 Kuchen hatte, weil meine Torte ja auch etwas höher werden sollte. Wir starten jetzt aber los. Ich zeige euch jetzt die Herstellung der unteren Etage. Für den unteren Kuchen habe ich 3 Red Velvet Cakes gebacken, die ich in 24 cm Tortenrahmen gebacken habe. Und dann habe ich gebraucht 2 Ganache. Die untere ist eine feste Ganache, die ich aus 200 Gramm Sahne und 400 Gramm Zartbitterschokolade hergestellt habe. Und die obere, das war eine weiche Ganache. Mit dieser habe ich die Torte gefüllt. Hier habe ich 150 Gramm Schokolade und 150 Gramm Sahne verwendet. Dann brauchen wir noch zum Füllen der Torte ein paar Smarties oder andere Schokotrops und hier habe ich ein passendes Cakeboard, was ich aus einer Kapa-Platte mir zurechtgeschnitten habe. Zuallererst habe ich die weiche Ganache nochmal richtig schön aufgeschlagen, sodass sie auch eine Nutella-artige Konsistenz bekommt. Dann habe ich einer meiner 3 Kuchen einmal in der Mitte durchgeschnitten und habe eins dieser durchgeschnittenen Teile auf das Cakeboard mit etwas Ganache befestigt. Das bildet nachher den Boden und durch das Cakeboard könnt ihr den Kuchen nachher drehen und wenden, ohne dass euch der Boden irgendwann kaputt geht. Von den anderen 2 Tortenböden habe ich nur den dunklen Deckel abgeschnitten. Da ich das Ganze ja als Pinata mache, habe ich mir hier einen runden Ausstecher genommen. Ich verwende hier ein Glas, mit dem ich hier in der Mitte ein großes Loch aussteche. Und genau so verfahren wir natürlich noch mit dem anderen Boden. Dann habe ich einer meiner Böden genommen, habe diesen mit Läuterzucker getränkt. Läuterzucker besteht aus gleichen Teilen Zucker und Wasser, was einfach nur mal kurz aufgekocht wird. Dann habe ich etwas von meiner weichen Ganache aufgestrichen, nur außen, weil in der Mitte kommen ja die Smarties. Und hier klebe ich dann einer meiner Tortenböden drauf und wiederhole das Ganze nochmal mit dem Tränken und mit der Ganache. Bevor das Ganze nun verschlossen wird, kommen natürlich in die Mitte die Schokotrops. Und dann wird der Kuchen mit dem letzten Deckel verschlossen. Ich verschließe ihn jetzt hier eigentlich mit dem Boden. Ich hatte da zu Anfang den Fehler gemacht, aber bis ich es gemerkt hatte, war es schon zu spät und deswegen wende ich das Ganze jetzt einmal. Ihr könnt das natürlich andersrum machen und nicht so kompliziert, wie ich das hier gemacht habe. Dann
Dann habe ich ihn erst nochmal mit einer Wasserwaage ausgerichtet, denn durch das Wenden ist er etwas schief geworden. Und dann habe ich den Kuchen für eine halbe Stunde in den Kühlschrank zum Festwerden gestellt. Nach der Kühlzeit, die Ganache war jetzt richtig schön fest geworden, habe ich noch die überstehenden Kanten abgeschnitten und habe meine Torte dann mit zwei Schichten Ganache eingekleidet. Die erste Schicht, die aufgestrichen wird, die muss noch nicht ganz so ordentlich sein. Die dient in erster Linie zur Krümelbindung. Und wenn ihr den Kuchen komplett mit eingestrichen habt, kommt er für etwa 20 Minuten in den Kühlschrank, bevor dann die zweite Schicht aufgetragen wird. Ich ziehe den Rand jetzt hier mit einem Lineal ab, weil mein Kuchen doch recht hoch war und mein Teigschaber dafür nicht ausgereicht hat. Das machen wir aus dem Grund, damit der Rand nachher richtig schön glatt ist und der Fondant auch richtig schön ordentlich auf der Torte aufliegt. Kommt der Kuchen wieder in den Kühlschrank und wir kümmern uns um die Gehirntorte. Für die obere Etage, für die Gehirntorte, habe ich ein Wunderkuchenrezept genommen, was ich euch ebenfalls jetzt auch in die Infocard verlinke. Ich habe diesen Kuchen hier in dieser halbrunden Schüssel gebacken. Die hat einen Durchmesser von 20 cm, war mir allerdings ein bisschen zu groß. Ich habe es nachher doch noch ein bisschen kleiner geschnitten. Aber der Vorteil ist, wenn ihr in solchen Schüsseln backt, ihr habt dann direkt eine Rundung und müsst dann auch nachher gar nicht mehr so viel abschneiden. Selbstverständlich könnt ihr auch in einer normalen Springform backen, müsst dann halt entsprechend hochbacken, dass ihr das nachher wirklich richtig schön kuppelförmig zurechtschneiden könnt. Meine Schüssel, das ist eine IKEA-Schüssel. Ihr könnt natürlich jede andere beliebige Metallschüssel dafür verwenden. Ich zeige euch jetzt die Herstellung der Gehirntorte. Ich habe mir hier meinen Kuchen erstmal mit einem scharfen Messer etwas zurechtgeschnitten, etwas oval, sodass ich auch eine Gehirnform bekomme. Auch diesen habe ich mit etwas Läuterzucker getränkt, allerdings habe ich hier noch etwas Maracuja-Sirup dazugegeben, damit das Ganze fruchtig wird. Dann habe ich mir noch meine italienische Meringue-Buttercreme, die ich mir auch schon vorbereitet hatte, eingefärbt. Und zwar habe ich hier so ein Gemisch aus Hautfarbe und Rosa verwendet. Dann habe ich meinen Kuchen damit dünn eingestrichen. Und habe den Rest der Creme in einen Spritzbeutel mit einer runden Tülle gegeben. Bevor ich das Ganze nun aufgespritzt habe, habe ich erst nochmal die Mitte markiert, bevor ich dann mit den Hirnbindungen losgelegt habe.
Ich habe den Kuchen dann erstmal wieder in den Kühlschrank gestellt für mindestens eine halbe Stunde, damit die Buttercreme richtig schön fest wird. Für die Blutoptik habe ich mir eine rote Marmelade erwärmt, sodass sie etwas dünnflüssiger wird. Ich habe hier allerdings eine Samtvariante verwendet, damit ich keine Kernchen oder Stückchen in der Marmelade habe. Damit habe ich dann meinen kalten Kuchen komplett verziert. Und habe den Rest meiner Marmelade nochmal in einen Spritzbeutel gegeben und habe damit die Lücken nochmal etwas ausgefüllt. Zum Festwerden wandert der Kuchen wieder in den Kühlschrank und wir können uns der anderen Torte wieder widmen. Diese habe ich mit Fondant eingekleidet. Hier habe ich einen blauen Fondant, knete hier noch etwas Schwarz und etwas Grün hinein. Das Ganze mache ich mit solchen Drehbewegungen, da ich möchte, dass das nicht ganz so ordentlich miteinander verknetet wird und eher so ein bisschen marmorierte Optik erhält. Im Gesamten waren das jetzt hier 800 Gramm Fondant, den ich jetzt hier auf etwas Speisestärke ausrolle und schließlich meine Torte damit eindecke. Ich habe den Fondant nicht ganz so hauchdünn ausgerollt, da die Torte recht hoch ist. Und wenn er zu dünn ausgerollt wird, birgt die Gefahr, dass er einfach zu dünn wird und oben an der Kante einreißt. Damit das Ganze richtig schön faltenfrei wird, ziehe ich den Fondant immer von unten weg und schiebe dann vorsichtig mit der Handkante den Fondant nach unten. Ich schiebe praktisch die Falten raus. Den Überschuss nehme ich jetzt hier mit einem Marzipanmesser weg und klette meine Torte mit meinem Fondantkletter. Dann habe ich auch noch den restlichen Überschuss weggenommen. Und habe meine Kanten nochmal mit meinem Kantenkletter richtig schön ausgearbeitet. Und letztendlich meine Torte bemalt. Ich nehme mir hier schwarze Pulverfarbe und verrühre diese mit etwas Wodka. Natürlich könnt ihr das auch mit Wasser machen, wenn ihr da Bedenken habt. Aber bei Wasser ist es so, dass es doch viel, viel länger braucht, bis das Ganze auf der Torte getrocknet ist. Wodka verfliegt relativ schnell. Und damit habe ich meine Torte dann komplett bemalt.
ihr dazu Vorlagen euch angucken möchtet, ich poste euch nochmal mehrere Bilder auf meinen Blog und da könnt ihr euch das Ganze als Vorlage auch anschauen. Für den Mond habe ich mir einfach einen Kreis aus einem Papier ausgeschnitten und nehme mir hier jetzt Goldspray. Und sprühe das ganz vorsichtig hier auf, sodass ich einfach einen Airbrush-Effekt habe. Und zwar gehe ich einfach hier etwas weiter weg, nicht zu nah an der Torte, und sprühe einfach nur ganz vorsichtig von den Kanten beginnend in dieses Loch hinein. Und so habt ihr nachher einen richtig schönen Airbrush-Effekt. Und schließlich habe ich noch ein paar Akzente mit einer weißen Lebensmittelfarbe gesetzt. Für die 3D-Baumoptik habe ich hier etwas schwarzen Fondant und braunen Fondant genommen und habe dies auch wieder miteinander verknetet, auch nicht ganz so ordentlich, damit ich einfach einen marmorierten Effekt bekomme. Das Ganze habe ich dann wahllos auf die Torte aufmodelliert. Und nehme mir hier jetzt ein spitzes Tool und modelliere damit die Rillen in diesen Baum hinein. Das macht ihr einfach so lange und so oft, bis euch das Ganze auch gefällt. Festgeklebt habe ich das hier mit etwas Zuckerkleber, den ich euch natürlich auch in die Infobox schreibe, wie ihr diesen herstellt. Zum Aufstapeln habe ich schließlich erstmal die untere Torte auf meine Tortenplatte gesetzt. Dazu habe ich hier etwas von der Ganache, die noch übrig war, aufgestrichen, damit die Torte auch nicht verrutscht und richtig schön fest sitzt.
Für die obere Gehirntorte habe ich mir hier aus einer Tortenpappe auch ein Oval geschnitten, was etwas kleiner wie der Kuchen war, habe auch dies mit Ganache festgeklebt und setze hier dann meine obere Torte drauf. Ich habe mir zum Schluss dann noch etwas Marmelade erwärmt, diese wieder in einen Spritzbeutel gegeben und bin dann einfach nochmal wahllos über die Torte drüber gegangen, sodass es einfach aussieht, als würde das Ganze richtig schön frisch bluten. Als Highlight habe ich nachher noch ein Messer reingesteckt. Ich habe jetzt hier ein echtes Messer verwendet. Selbstverständlich könnt ihr hier auch aus Modelliermasse ein Messer euch herstellen. Alle Infos, die ihr zu dieser Torte wissen müsst, findet ihr auf meinem Blog www.nicoleszuckerwerk.de, aber ihr findet auch den Direktlink in der Infobox. Die Produkte, die ich verwendet habe, die schreibe ich euch natürlich auch in die Infobox. Ich suche sie euch alle raus. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, denn da gibt es noch eine Motivtorte zum Thema Halloween und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut! Tschüss!